Hallo, ich habe heute wieder die große Freude, mit meinem Bruder Tim Yoga zu machen. Hallo. Tim, der sehr viel Fußball spielt und mir gesagt hat, seine Adduktoren, sprich die inneren Muskeln der Oberschenkel, sind etwas verkürzt. Daran werden wir heute arbeiten. Wir machen ungefähr 15 Minuten, also nicht zu lange. Wir arbeiten außerdem auch an den Hamstrings, an der rückseitigen Oberschenkelmuskulatur, an den Hüften und an den IT-Bändern, die man nur ganz wenig stretchen kann, aber wir werden uns so ein bisschen in die Richtung bewegen. Also wunderbar Stretch für Läufer, für Fußballer, für Athleten aller Art, für die gesamte Beinmuskulatur und die Hüfte. So, und dann legen wir auch gleich los. Wir fangen an im Liegen. Was wir brauchen heute sind entweder ein Strap, wenn ihr habt, ein Gürtel oder eben gerne auch einfach ein langer Socken, Strumpfhose, Schal, was auch immer und eine Decke. Gut, dann legen wir uns mal auf den Rücken ab, haben unseren Socken oder was auch immer wir haben bereit. Haben erstmal beide Füße aufgestellt, greifen uns unsere Hilfsmittel und strecken mal das rechte Bein aus und bringen unseren Gurt oder was auch immer wir haben um den Fuß. Und dann versuchen wir mal, den Fuß zu flexen. Das heißt, wir bringen Spannung in die Zehen und ziehen die Zehen zu uns ran. Ferse strebt nach oben. Die Schultern liegen ganz entspannt am Boden. Das heißt, wenn ihr die Schultern jetzt hochzieht, gebt euch ein bisschen mehr Platz mit eurem Gurt. Und dann versucht die Arme lang zu lassen. Also ihr wollt auch keine gebeugten Ellbogen hier haben. Ja, also lange Arme, entspannte Schultern. Von hier aus halten wir erstmal nur hier. Warten ein paar Momente, atmen ganz entspannt. Versuchen mit jeder Ausatmung die Schultern ein bisschen locker zu lassen. Und versuchen auch hier den Kiefer entspannen zu lassen. Spüren vielleicht schon so einen leichten Stretch auf der Rückseite des rechten Beins. Spürst du schon was? Super. Und dann ganz vorsichtig versuchen wir mal, das linke Bein auszustrecken. Linker Fuß ist auch geflext, also aktiviert. Die linken Zehen zeigen zur Decke. Die wollen gerne nach außen fallen und versuchen, die zur Decke zeigen zu lassen, sodass wirklich beide Füße, beide Beine aktiv sind. Und dann drücken wir mal in den Oberschenkel vom rechten Bein, drücken den Oberschenkel so ein bisschen nach vorne. Also es geht jetzt gar nicht so darum, den Gurt oder den Socken zu uns zu ziehen, sondern wir wollen vielmehr den Oberschenkel vom rechten Bein weg von uns drücken. Genau, das Bein kann ruhig auch ein bisschen gebeugt sein. Hauptsache, wir spüren was in der Rückseite. Und wenn wir merken, der untere Rücken hat hier keine Lust, dass unser linkes Bein gestreckt ist, dann beugen wir das Bein wieder. Genau, einfach so variieren, wie es für euch am angenehmsten ist. Und dann atmen wir hier nochmal einmal tief ein und aus. Und dann greifen wir beide Gurte mit der rechten Hand. Achtung, legen die linke Hand auf die linke Hüfte. Halten die linke Hüfte unten am Boden fixiert. Und dann bringen wir ganz langsam mit zwei aktiven Füßen das rechte Bein ein bisschen weiter nach rechts und öffnen hier für die innere Oberschenkelmuskulatur. Also sprich jetzt schon die Adduktoren. Sobald wir merken, bring mal die linke Hand auf deine linke Hüfte. Genau, sobald wir merken, die linke Hüfte hebt sich vom Boden, kommen wir ein Stück zurück. Ja, das halten wir mal für zwei, drei Atemzüge. Genau, so also richtig schön die Pobacke unten halten, sehr schön. Spürst du einen kleinen Stretch? Ja, sehr gut. Wir nehmen noch einen vollen Atemzug hier, versuchen beide Schultern auch hier entspannt am Boden zu halten. Ausatmen hier. Und mit der nächsten Einatmung bringen wir das Bein langsam wieder zur Mitte, wechseln jetzt noch einmal die Hand, sprich die linke Hand umfasst beide Gurtenden, rechte Hand auf den Boden. Und dann ziehen wir das rechte Bein ein bisschen nach links und kreuzen, halten wieder beide Füße aktiv, dieses Mal gerne ein bisschen weitergehen, ist okay, wenn sich die rechte Pobacke hier hebt. Aber sobald wir den Stretch spüren, hier an der Außenseite vom rechten Bein, wissen wir, okay, wir sind richtig. Und dann atmen wir. Noch zwei tiefe Atemzüge hier. Versuchen auch hier wieder die linke Schulter nicht zum Ohr zu ziehen, sondern entspannt zu halten. Ausatmen. Und dann einatmen. Wir bringen das Bein nochmal nach oben. Halten es nochmal kurz in der Mitte und drücken dann mit dem rechten Daumen in diese kleine Vertiefung zwischen Hüfte und Oberschenkel. Und versuchen da so ein bisschen lang zu ziehen, sodass wir merken, unsere rechte Flanke zieht sich lang am Boden. Halten aber die Spannung im Bein. Atmen hier noch einmal ein. Ziehen die rechte Flanke lang. Ausatmen. Und dann beugen wir langsam und vorsichtig das rechte Bein. Strecken einmal beide Beine aus am Boden. Nehmen vielleicht mal beide Hände auf den Bauch. Schließen einen Moment die Augen. Versuchen
fühlt sich jetzt eine Seite länger an als die andere. Dann von hier aus stellen wir wieder beide Füße auf und gehen gleich zur anderen Seite. Das heißt, dieses Mal streckt das linke Bein, linke Fußballen geht wieder in, was auch immer wir haben, die Gurt. Wir halten erstmal so, versuchen uns zu arrangieren. Beide Arme sind lang, beide Schultern liegen auf dem Boden auf. Und die Füße sind, vor allem jetzt erstmal der linke Fuß ist geflext und aktiv. Zehen ziehen zu uns ran. Und dann auch hier wieder die Option, keine gebeugten Ellbogen. Auch hier wieder die Option, das rechte Bein auszustrecken, vielleicht am Boden. Und dann aber auch die Zehen nicht nach außen fallen zu lassen, sondern die Zehen zur Nase zu ziehen. Ja, also richtig Aktivität in den Beinen spüren. Und wer hier auch wieder merkt, ah, der untere Rücken findet das nicht so angenehm, gerne wieder aufstellen. Ja. Kann auch sein, dass diese Seite sich anders anfühlt. Mit dem nächsten Einatmen greifen wir dann wieder beide Gurt mit der linken Hand. Nehmen die rechte Hand auf, die rechte Hüfte, drücken den rechten Hüftknochen wirklich nach unten, versuchen die Schultern entspannt zu halten und ziehen dann ganz vorsichtig den linken Fuß ein Stückchen nach links. Also auch bei mir geht das nicht so wahnsinnig weit. Ich merke, dann nimmt die rechte Pobacke, hebt sich dann, gehe ich ein Stück zurück. Ja, sieht gut aus. Genau. Und dann nehmen wir hier zwei tiefe Atemzüge, merken, wie sich die Innenseite des linken Oberschenkels so ein bisschen öffnet, die rückseitige Oberschenkelmuskulatur auch mitspielt. Und arbeiten mit dem Atmen, mit dem Atem in diese Dehnung rein. Ja. Versuchen da so ein bisschen Entspannung reinzubringen. Noch einmal ein und aus. Und dann bringen wir das Bein langsam geführt wieder zurück, wechseln die Hand. Linke Hand neben den Körper, linkes Bein kreuzt. Gerne dieses Mal ein bisschen weiter ziehen, so weit, wie es eben angenehm ist. Und vor allem so weit, bis ihr persönlich was spürt. Ja, also es bringt jetzt nichts, sich da irgendwie reinzuzwängen. Das ist beim Stretchen sowieso keine gute Idee. Denn normalerweise, wenn wir zu weit gehen, dann wird der Muskel eher enger. Ja, also wir müssen da wirklich lernen, und das ist tatsächlich eine Lernsache, dass man da auf sich selber hört. Und dann atme noch einmal hier tief ein. Tief aus. Der Atem immer flüssig fließen bleiben. Reinatmen. Ausatmen. Einatmen langsam, das Bein wieder zur Mitte führen. Aktive Füße, aktive Beine. Und dann drücken wir mit dem linken Daumen mal in diese Vertiefung der Hüfte und schieben die linke Hüfte nach vorne, halten die Schulter so gut es geht am Boden, versuchen Länge zu schaffen in der linken Flanke und dagegen zu arbeiten mit dem Bein. Das heißt, das Bein aktiv gestreckt, aber die linke Flanke zieht nach vorne. Noch einmal einatmen. Ausatmen. Wir lassen das Bein locker beugen, bringen den Gurt zur Seite, den brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr, oder den Socken. Noch einmal beide Hände auf den Bauch, kurze Pause. Mal gucken, vielleicht fühlen sich jetzt beide Beine wieder gleich lang an. Noch einmal ausatmen. Einatmen, beide Knie zur Brust ziehen. Und dann rollen wir auf unserer Matte einfach so ein paar Mal auf und ab. Ein bisschen auf unseren Wirbel. Bis wir vielleicht in die Hocke kommen. Ja, wenn wir hier direkt hinkommen, dann arbeiten wir mit unseren Händen hin. Genau, dafür sind sie da. Wer hier große Probleme hat, absolut normal. Wir sind heutzutage nicht mehr so oft in dieser Position. Also sprich, wer gerne unter den Fersen eine Decke oder ein paar Blöcke oder irgendeine Erhöhung bringen möchte, das hilft auch, euch da zu sitzen. Geht es bei dir? Okay. Ja? Also wir stretchen hier jetzt nicht nur die Wadenmuskulatur, die ja auch gerne mal beansprucht wird beim Sport, vor allem beim Fußball, sondern wir gehen auch in die Füße. Wir haben hier einen Stretch in der Quadrizepsmuskulatur, also sehr viel, was hier bearbeitet wird. Jetzt nehmen wir die Zehen so ein bisschen nach außen, die Fersen nach innen, geben uns ein bisschen Platz. Gehen wir gerne noch ein bisschen weiter mit den Füßen auseinander. Mhm. Und dann versuch erstmal gerade zu werden, zieh die Schultern zurück. Mhm. Die Hände vor dem Herzen zusammen und dann mit den Ellbogen gegen die Knie und mit den Knien drückst du zurück gegen die Ellbogen. Genau, und jetzt
dieser Rundung rauszunehmen. Versuch mal, dich aufzusetzen. Wenn du merkst, es geht gar nicht, dann komm auf die Zehen. Yes, genau. Spürst du den Zug auf der Innenseite der Hüfte? Ja. Ja, genau. Wir öffnen hier jetzt die innere Hüfte hier noch. Und atmen. Drei tiefe Atemzüge, Malasana, klassischerweise so. Viele Varianten. Blick geht nach vorne, Nacken ist lang. Noch zweimal. Und ein letzter tiefer Atemzug hier. Versuch nochmal die rauszudrücken, den Kopfkrone nach oben zu ziehen. Vielleicht die Daumen ein bisschen näher zum Herzen zu bringen gleichzeitig. Und ausatmen. Sehr schön. Nehmen wir die Hände wieder nach unten rollen. Nochmal kurz ein bisschen einziehen, das Kinn zur Brust werden rund. Nochmal Länge in der Wirbelsäule. Wer möchte, kann nochmal kurz beide Hände auf den Hinterkopf nehmen. Einfach nur, um zu spüren, wie der Zug geht, wirklich vom Nacken bis in das Ende, in das Kreuzbein der Wirbelsäule. Wobei das Ende das Steißbein wäre. Das sehen wir nur selten. Und dann kommen wir in den Vierfüßlerstand. Und von hier aus stellen wir uns erstmal so auf, dass wir die Hände direkt unter den Schultern haben, sprich die Handgelenke sind in einer Linie mit den Schultern, die Knie sind unter den Hüften, dann wandern wir mit den Händen ungefähr eine Handbreite nach vorne, stülpen die Zehen um, genau, und dann drücken wir das Gesäß nach hinten oben. Lassen die Beine erstmal kurz gebeugt, versuchen unsere Wirbelsäule lang zu ziehen, die Schultern rollen weg von den Ohren, wir drücken den Daumen und Zeigefinger und machen so richtig lange Wirbelsäule. Noch ein bisschen höher mit dem Gesäß. Und dann können wir mal anfangen, auf der Stelle zu treten mit den Füßen. Von rechts nach links, links nach rechts. Gerne ein bisschen Platz lassen zwischen den Füßen. Also die müssen jetzt nicht nebeneinander stehen. Im Gegenteil, je mehr Platz wir haben, desto mehr ja, schaffen wir es auch, die Füße so ein bisschen zu öffnen, sprich die Beine zu öffnen. Tritt noch ein Hammer auf der Stelle. Genau, spürst wahrscheinlich jetzt auch nochmal einen Stretch in der Rückseite der Oberschenkel. Und dann nehmen wir mit dem nächsten Einatmen mal das rechte Bein nach oben an, ungefähr auf Hüfthöhe. Und mit dem Ausatmen lassen wir die linke Ferse ein bisschen Richtung Boden senken. Man merkt auch hier wahrscheinlich nochmal einen Stretch in der Rückseite vom linken Oberschenkel. Einatmen hier. Ausatmen führen wir das rechte Knie zur Nase. Atmen hier ein. Und ausatmen, wir stellen es ab. Sehr schön. Wenn wir abgestellt haben, stellen wir auch das linke Knie ab. Arrangieren uns hier kurz, du hast es schon gemacht, genau. Das Fußgelenk unter dem Kniegelenk, wichtig. Wir wollen nicht, dass das Knie darüber hinausschiebt, ist nicht gut fürs Gelenk. Und von hier aus stülpen wir nochmal die linken Zehen um und heben nochmal kurz das linke Knie an. Gucken nach vorne bzw. nach unten. Entschuldigung, der Nacken ist lang. Atmen hier ein. Und ausdrücken die linke Ferse noch ein bisschen weiter nach hinten. Einatmen hier, ausatmen, linkes Knie wieder absetzen und dann nehmen wir mit dem nächsten Einatmen mal die Hände nach oben über den Kopf, ziehen die Bauchnabel nach innen und sinken mit der Hüfte noch weiter nach unten. Sink so weit nach unten, wie es geht und zieh den Bauchnabel noch fester ein, sodass du nicht ins Hohlkreuz kommst. Genau, die Arme ziehen nach oben, richtig schön die Fingerspitzen Richtung Decke ziehen, die Hände ziehen hoch, genau, und die Arme sind neben den Ohren. Wander mit deinem rechten Fuß noch ein bisschen weiter nach vorne. Genau. Und dann sink tief in die Hüfte. Ja, sehr schön. Dann solltest du hier einen Zug spüren in der Vorderseite vom linken Oberschenkel. Genau. Anjanayasana, Low Lunge. Ganz klassisch. Wir nehmen noch einen Atemzug hier. Mit dem Ausatmen bringen wir die Hände wieder nach unten. Und jetzt, Achtung, strecken wir das rechte Bein, heben die rechten Zehen vom Boden ab. Und kommen in so eine kleine Split-Variation. Genau. Wenn das hier schwierig ist, auf den Fingerspitzen zu bleiben, wir haben jetzt Blöcke da, einfach irgendwie auf ein paar Bücher bringen oder auf irgendwas, was gerade greifbar ist, sodass wir den Rücken erstmal gerade halten können. Sehr schön. Zieh die rechten Zehen zu dir ran. Nimm die Hände auf die Blöcke. Genau. Mach es ein bisschen einfacher. Und dann halten wir die Aktivität, versuchen die Hüfte auf einer Linie zu halten. Das heißt,
Falls uns das hier passiert, versuchen wir die linke Hüfte so ein bisschen nach vorne zu schieben. Wir atmen hier noch einmal ein, machen uns lang. Und mit dem Ausatmen halten wir das Bein aktiv, aber lassen den Oberkörper so ein bisschen weiter Richtung Bein sinken und gerne auch ein bisschen rund werden. Spüren wir den Stretch? Hoffentlich auch im rechten Bein, ja. Kein Zweifel. Einatmen hier. Ausatmen hier. Einatmen, langsam wieder die Hände zurückbringen. Wir beugen wieder das Bein. Kommen noch einmal in den Low Lunge, sprich in die Variation, wo wir das Knie auf dem Boden haben. Und dann wandern wir mit dem rechten Fuß noch so ein bisschen weiter nach rechts außen auf der Matte. Kommen in Lizard Pose, stretch für die innere Hüfte. Halten hier nochmal gerne Falzblöcke oder Bücher vor Hand, noch die Hände darauf bringen, falls es jetzt zu intensiv sich anfühlt. Wer weitergehen möchte, kann die Hände gerne noch ein bisschen weiter nach vorne wandern, aber wirklich nur dann. Ja, das ist ein relativ intensiver Stretch, gerade wenn man nicht viel Yoga macht und auch einfach in diesem Bereich trotz Yoga verkürzt ist. Wir atmen noch einmal hier ein. Mit dem Ausatmen bringen wir die rechte Hand aufs rechte Knie und drücken das Knie so ein bisschen nach außen, öffnen die Hüfte noch mal ein bisschen weiter. Auch hier wieder Abduktoren. Genau. Einatmen hier. Flex den rechten Fuß, ausatmen. Einatmen. Noch einmal ausatmen hier. Einatmen, das Knie kommt langsam wieder zur Mitte zurück. Wir wandern mit dem Fuß wieder ein bisschen mehr Richtung Mitte. Stülpen die linken Zehen um, heben das linke Knie vom Boden und treten zurück in den herabschauenden Punkt. Und jetzt nehmen wir die Füße mal mattenweit auseinander. Beugen nochmal die Knie ganz tief und drücken das Gesäß nochmal nach hinten, oben drücken. Erinnern uns, Innenseite der Hände sind fest am Boden verankert, Schultern rollen weg von den Ohren. Und wenn wir die Beugung so richtig schön tief hatten und die Wirbelsäule langs, versuchen wir die Länge in der Wirbelsäule zu halten und langsam die Oberschenkel Richtung Decke zu drücken und die Beine eventuell in Richtung Streckung zu bringen. Genau. Nehmen noch einen Atemzug hier, bleib beim Atem. Kopf hängt locker aus. Einatmen, wandern mit den Füßen wieder zusammen. Ausatmen hier. Einatmen, wir heben das linke Bein nach oben an. Ausatmen, rechte Ferse sinkt Richtung Boden. Einatmen nochmal hier. Ausatmen, linkes Knie zieht zur Nasenspitze. Einatmen hier. Ausatmen, linker Fuß tritt durch auf die Matte zwischen die Hände. Und das rechte Knie kommt auf den Boden. Und dann wandern mit dem linken Fuß so, dass wieder Fußgelenk und Knie in einer Linie sind. Und dann stülpen nochmal die rechten Zehen um und wir heben nochmal kurz das rechte Knie an. Wir kommen in die Lunge-Variation. Gucken jetzt einfach nach unten, halten den Nacken lang. Einatmen hier. Drückt die rechte Ferse nach hinten, streckt das rechte Bein. Yes. Lang im Oberkörper einatmen. Und ausatmen, wir setzen das rechte Knie wieder ab. Einatmen, wir kommen in die Low-Lunge-Variation, Hände über den Kopf, lange Arme, tief sinken in der Hüfte, gegebenenfalls nochmal ein bisschen nach vorne, weil wir mit dem linken Fuß, Hüfte sinkt, Bauchnabel zieht ganz fest nach innen, kein Hohlkreuz, sehr schön. Versuchen wir ein bisschen tiefer zu sinken in der Hüfte, der Fuß bleibt noch umgestülpt oder wer möchte, kann auch die Fußvorderseite auf den Boden bringen. Und dann atmen wir noch einmal tief ein. Und aus, beide Hände wieder nach vorne unten bringen. Und dann wandern wir mit dem linken Fuß wieder so ein Stückchen weiter nach links oben. Linke obere Mattenkante. Beide Hände auf die Innenseite vom linken Fuß. Wir sind in der Lizard-Position. Auch hier wieder die Möglichkeit, Hände auf Bücher ein bisschen zu erhöhen, auf Blöcke. Ist es für dich so okay? Ist okay. Ja. Ansonsten, wie gesagt, auch ein bisschen nach vorne wandern. Wir versuchen aber die Schultern locker zu halten und unten zu halten und nicht so zu runden und uns rein zu pressen. Auch hier wieder gilt, gerade die Hüftmuskulatur ist eine sensible Muskulatur, da geben wir uns ein bisschen Zeit, bis die öffnet. Und das Wichtigste beim Yoga ist, dass wir was spüren und nicht, dass es in irgendeiner Form gut aussieht oder irgendwie aussieht. Wir gehen weiter, wir drücken in die rechte Hand und nehmen die linke Hand ans linke Knie und schieben das Knie so ein bisschen nach links, flexen den linken Fuß. Das hier noch für zwei Atemzüge. Adduktoren Stretch. Noch einmal einatmen.
Einatmen hier. Ausatmen hier. Einatmen langsam das Knie wieder zurückbringen. Dann wandern wir den Fuß wieder ein bisschen nach innen, stülpen die rechten Zehen um und dann kommen wir wieder in den Punkt. Und laufen einfach nur mit den Füßen zu den Händen. Kommen in die Vorbeuge. Und dann greifen wir mal entgegengesetzte Ellbogen, kleine Beugung in den Knie, keine überstreckten Knie hier. Lassen einfach nur den Oberkörper locker hängen, geben uns ein bisschen Platz in der unteren Wirbelsäule. Schaukeln vielleicht von Seite zu Seite, stellen sicher, dass der Nacken locker ist. Atmen tief aus. Noch einmal einatmen durch die Nase. Aus durch den Mund. Sehr schön. Nehmen wir beide Hände an die Hüften. Machen den Rücken gerade, beugen die Beine tief und kommen gerade Rücken in den Stand. Sehr schön. Von hier aus treten wir weit zurück mit dem linken Fuß. Kommen in einen großen Ausfallschritt. Geh du ein bisschen weiter zu der Seite, ja, dass man es auch sehen kann. Und dann machen wir die Füße, bringen wir die Füße mal parallel zur langen Nackenkante. Und wir wissen, dass wir die richtige Länge haben, wenn wir beide Arme ausbreiten und ungefähr die Handgelenke auf Höhe der Fußgelenke sind. Du kannst ruhig noch ein bisschen weiter auseinander treten, wenn es geht. Geht es noch weiter oder geht es nicht? Geht. Geht? Okay. Also richtig schön viel Platz einnehmen hier. Und dann nehmen wir erst einmal einfach nur die Hände an die Hüften, atmen ein, machen uns lang, ziehen die Kniescheiben nach oben, aktivieren die Oberschenkel, ausatmen, wir beugen uns mit geradem Rücken halb nach vorne. Von hier aus bringen wir ein bisschen mehr Gewicht in die Zehen. Das fühlt sich jetzt erstmal komisch an. Wir atmen noch einmal ein. Ausatmen, wir lassen die Hände entweder zum Boden sinken, wenn wir den Boden greifen können, oder auf ein paar Bücher oder einfach an unsere Unterschenkel und lassen den Kopf locker hängen. Genau. Auch hier wieder das Gewicht wieder so ein bisschen weiter nach vorne bringen. Ja, also das Gewicht ist tatsächlich mehr im Vorderfuß. Man hat das Gefühl, man kippt um, aber es ist eine kleine Balanceübung, es passiert nicht. Und dann spüren wir die Innenseiten der Oberschenkel öffnen sich. Spüren wir das? Ja. Super. Wir halten hier noch einen Atemzug ein. Aus. Und dann atmen wir ein, nehmen beide Hände nochmal an die Hüften und kommen langsam mit geradem Rücken nach oben. Sehr schön. Dann wandern wir mit den Füßen so ein bisschen weiter nach innen. Und dann gehen wir mit den Füßen mal nach hinten auf der langen Matte. Zehen zeigen nach außen, Fersen nach innen, ungefähr frei. Und wir kommen noch einmal in die Beugung. Ja, wir kommen in die Hocke. Gerne dieses Mal die Fersen heben. Und wer möchte, kann jetzt wieder die gerollte Decke drunter bringen oder erstmal nur auf den Fersen balancieren. Wir halten das hier nur kurz für einen Augenblick. Nehmen die Hände vor uns, verschränken die Finger. Und dann drehen wir die Handflächen Richtung nach vorne und nehmen die Hände nach oben und ziehen die Schultern nach unten, ziehen den Bauchnabel nach innen. Halten hier, versuchen die Knie noch ein bisschen nach außen zu drücken. Einatmen, ausatmen hier, einatmen und ausatmen, langsam die Hände wieder zum Boden bringen. Jetzt bringen wir die Knie auf den Boden und kommen in den Frosch. Das ist auch eine relativ intensive Dehnung für die Adduktoren, unsere letzte Übung heute, die halten auch ein bisschen länger. Wir haben da verschiedene Möglichkeiten. Wenn ihr eine Matte habt, die einigermaßen dick ist und bequem, könnt ihr gerne auf dieser Matte bleiben und eine Decke vielleicht vor euch ausbreiten, auf der langen Matten, also vor der langen Mattenkante. Ansonsten gerne nochmal eine Decke dazu nehmen, deine Matte ist recht dünn. Deswegen empfehle ich dir, die Decke längs zu falten und auf die Matte zu platzieren. Und dann kommen wir in den Frosch. Ich zeige es mal, da gibt es auch verschiedene Variationen. Es ist eine Yin-Übung. Das heißt, diese Übungen werden länger gehalten in der Regel, 3 bis 5 Minuten. Wir machen es jetzt ein bisschen kürzer. Und wir kommen erstmal in die Stellung des Kindes. Das heißt, wir bringen die Zehen zusammen und setzen uns auf unsere Fersen. Genau. Und von hier aus kommen wir nach vorne, setzen die Hände auf, Hüften über den Knie und jetzt zeigen die Zehen nach außen. Genau, wir nehmen die Schienbeine parallel. Yes, genau. Und wer jetzt schon ziemlich einen Zug spürt, hier in den Adduktoren, super, dann bleiben wir hier. Wer möchte, kann mit den Händen mal nach vorne wandern und auf die Unterarme kommen und das ausprobieren, die Hüften hochhalten. Ich glaube, ich bleibe erstmal hier. Kommst du nicht weiter? Ich kann schon. Kannst gucken? Ja, nee, ist alles gut. Ich dachte, du kommst nicht weiter. Das geht schon. Genau, das wäre die nächste Variation.
Und dann kann man so ein bisschen damit spielen, noch weiter nach vorne zu kommen, vielleicht die Knie noch weiter nach außen zu bringen. Aber darauf achten, dass die Füße auch außen bleiben. Wie gesagt, es ist ein ziemlich starker Stretch für die inneren Hüftmuskulatur und eben für die Adduktoren. Dementsprechend vorsichtig rangehen, erstmal eine Position finden, die man halten kann. Und wenn man sich gleich zu weit reinbegibt, gerne auch wieder zurückgehen. Sehr schön, genau. Frog Pose, Froschposition. Lass den Kopf locker hängen, schließ einen Moment die Augen und atme. Je weiter vorne die Hüfte, desto extremer, zum Teil auch je weiter hinten, also alles, was über den Nullpunkt rausgeht, intensiviert den Stretch. Und wir halten das jetzt noch für 5 Atemzüge. Sobald der Atem aufhört zu fließen in einem Stretch, eigentlich das Signal rauskommen. Gerade beim Yin wichtig, wenn die Übungen wirklich länger gehalten werden, dass man eine Position findet, die zwar vielleicht unangenehm ist, niemals schmerzvoll, vor allem in den Gelenken. Genau, nach 5 Atemzügen kommen wir langsam wieder raus und bringen erstmal wieder die Zehen zusammen, setzen uns kurz auf die Fersen ab, bringen dann die Knie zusammen und kommen einmal ins Kinn, bringen die Stirn nach vorne, halten kurz hier. Spüren den Rebound, den Effekt nach dem Stretch. Wie gesagt, gerne auch länger halten, falls es angenehm sein sollte. Und von hier aus kommen wir langsam wieder nach oben zum Sitzen. Schlagen die Beine zur Seite und kommen zum Liegen für unsere Endentspannung. Mindestens 10 Atemzüge einfach nur auf dem Rücken liegen, Handflächen zeigen nach oben. Zehen fallen nach außen, Gesicht ist locker, vielleicht noch einmal gähnen. Kaumuskulatur entspannen. Und atmen. Dann vielen Dank und viel Spaß mit den Übungen.